Freunde, ich habe an einem Freitagvormittag eine viel zu hohe Winrate, nämlich irgendwas zwischen 70% und 80%. Ich zeige euch gleich die Winrate, ja, wir haben ungefähr, wie viele Fische habe ich denn? 15, 17, irgendwie so. Wir sind schon bei über 70% Winrate, denn spätestens jetzt denkt sich Wargaming, ey Bro, sollen wir mal zweimal Karo 45er im Platoon in die Gegnermannschaft des Akulinus reinzuschicken, um seine Winrate wieder runter zu balancen. Gesagt, getan, auf einer Schlachtergassen-Map sind zwei Autoloader im Platoon im Gegnerteam gelandet. Linke Seite ist nicht besetzt, die Brücke ist nicht besetzt. Unsere Badget ist an vorderster Front und schmeißt jetzt gleich seinen Panzer weg. Achtet mal bitte auf unsere Badget auf der rechten Seite. Meine Damen und Herren, er meint jetzt mit einer Badget da an die Front fahren zu müssen. Freunde, die Mitte ist immer noch nicht vernünftig besetzt. Die linke Seite ist immer noch nicht vernünftig besetzt. Unser 60 TP fährt hier auf die Brücke. Das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen hier die linke Seite und die Mitte deffen. Schauen wir mal, 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 ne? Schauen wir mal. Ja, der Schuss auf den Karo ist nicht angekommen, meine Damen und Herren. Linke Seite fällt komplett auseinander. Der Bounce auf den E5, meine Damen und Herren, super geil. Das Balancing-System möchte die 70 bis 75, 80% Winrate von Akku balancen, meine Damen und Herren. Da wird schon wieder massiv gebalanced. Ja. Massivste Panzerverluste, HP-Verluste. Die Brücke fällt auch gleich, die ist unterbesetzt. Unser Superkong ist nicht auf die Brücke gefahren, sondern ist nach rechts gefahren. Wo ist unser FV? Der könnte jetzt mit seinem FV jede Menge Schaden anrichten. Ja, überleg mal, unser FV könnte jetzt hier die 2000er Schellen raushauen. Meine Damen und Herren, 6 Panzer tot innerhalb von 2 Minuten Spiel. Das ist natürlich wieder mal legendär von unserem Team gespielt. Niemand ist hier zum Schießen. Unsere TDs wie FV haben keinen Bock. Ja, super geil, man kann nicht meckern. Unser FV hat wirklich kein Interesse. Ja, Gun Depression beim 430er ist halt nicht so gut, was soll ich euch sagen. Acht Panzer tot, meine Damen und Herren, legendär diese Runde. Ja, Pipimpim, habt ihr gehört? Pipimpim geht das, Alter. Da würden 8000 Treffer ausgeteilt innerhalb von Sekunden. Ich habe null Unterstützung hier. Mein Team hat sich innerhalb von 2-3 Minuten komplett in Luft aufgelöst. Jawohl. Freunde. Ja, optimal. Jawohl. Super Gefecht. Super, wirklich. Pipimpim ging das. Pipimpim. Ja, mein Team hat sich komplett in 2 Minuten in Luft aufgelöst. Plus, der Gegner hat zweimal Karo 45er im Platoon. Plus, ich habe einen ignoranten FV-Spieler, der nicht mitspielt. Plus, unser 60 TP ist komplett AFK gegangen. Hier an der Stelle mal wohlgemerkt. AFK-Bot sein Vater. Ja, vom Foch kam auch keinerlei Unterstützung. Und die Arti hat sich hinten runterfallen lassen. Genau so muss das sein. Badget ist in die falsche Richtung gefahren, nach rechts an vorderster Front, hat sich dort weggeschmissen. 60 TP, wie gesagt, er hätte auch mal ein paar dicke 800er, 700er austeilen können, hat sich geweigert, ist offline gegangen, hat mit seiner Kanone Richtung Felsen gezeigt, hatte keinen Bock mehr. 15:1 innerhalb von 3 Minuten. Und das Ganze natürlich nur, weil Akkus Winrate an einem Freitagvormittag über 70% getragen hat. Wurde natürlich hier wieder entgegenreagiert mit einem Botlowski-Team, sein Vater.
Und für die Leute, die sich dann immer wundern, warum ich auf Bergpass oben auf dem Berg sitze und nicht runterfahre, das ist der Grund. Ja, für die ganzen Fanboys von M&M, oh, 60 TP, ultra geiles Game. 3 Schuss, 2 Treffer, 0 Damage. Oh, bester Mann, Alter. Stats vom Feinsten, kannst du nicht meckern. Leopard 1, bestes Game aller Zeiten. Das ist neuer Weltrekord, 0 Damage mit dem 10er Medium, sehr schön. Tesak, oh, 100 Damage, das ist auch legendär. Der Autoloader 10er, 1 Schuss. AMX, komplett versagt, 1 Schuss, ne, wie viel? 400 Damage. So, unser FV, ja, gigantisch, Weltrekord-Damage, 400 Damage, jawohl, super geil. Ja, was bei mir war, habt ihr ja selber gesehen, ich stand 2 Karo 45ern gegenüber. Und jetzt kommt der Beweis. Vorhin betrug meine Winrate irgendwas zwischen 68-69%, die natürlich wieder jetzt runter auf 66,7% gedroppt ist. 17 Gefechte, ja, jetzt nur noch 11 Siege. Die Winrate war zu hoch, es wurde gegen gebalanced von Wargaming, genau wie vorhergesagt. Dankeschön und auf Wiedersehen an die ganzen Fanboys.